So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir haben nochmal Strixhaven Akademie der Magier Promo Booster. Mhm. Und damals bekommen für Pre-Release Turniere, FNL und was nicht alles, die ja danach, kurz nach Strixhaven wieder angefangen haben. Damals. Damals, wisst ihr noch? Und ja, dementsprechend sind die auch ganz weit verteilt mittlerweile, weil da ganz viele Leute unterwegs waren. Deshalb bin ich ganz froh, dass ich da noch dran gekommen bin. Wir haben Drachensguard Elite 2 Mana 2-2 mit Magiefertigkeit. Immer wenn ihr einen Spontanzauber oder Hexerei wirkt oder kopiert, legen wir eine +1/+1 Marke auf denen. Für 6 Mana verdoppeln wir die Anzahl an +1/+1 Marken. Das war die Buy a Box Promo von Strixhaven. Oder? Ich finde das ein bisschen schade, dass sie die Buy a Box Promos halt zwischenzeitlich wieder im Set gemacht haben, dann haben sie es bei Modern Horizons zwar wieder nicht getan und ja, bei Strixhaven das als nur als Buybox-Promo hätte auch voll gereicht, aber so, naja. Entschiedene Ablehnung für ein blaues, ein grünes, bestimmen wir eins. Entweder wird eine Kreatur, die wir kontrollieren, kämpft gegen eine Kreatur, die wir nicht kontrollieren, oder wir neutralisieren einen Nicht-Kreaturen-Zauberspruch, seine Bärscher zahlt 3 Mana. 3 Mana, okay. Und eine goldene Gans. Warum sind denn hier so viele Throne of Eldraine-Karten drin? Hatten wir doch neulich auch schon. Grünes 0-2 fliegen. Wenn es ins Spiel kommt, kriegen wir einen Food-Token. Tappen, opfern Food-Token. Wir kriegen mal eine Farbe. Oder für 2 Mana tappen, wir kriegen einfach einen Food-Token. Sehr, sehr coole Karte. Gerade in so einem Food-Discard-Deck, das damals rumflog. Super, super Hammer. Okay, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Black Seed. Ciao, ciao.